Einen schönen guten Morgen aus dem DWZ Newsroom. Wir sprechen heute über eine ziemlich pikante Wahlgeschichte aus Bad Pyrmont. Bei mir ist Thomas Timm. Thomas, vielleicht magst du kurz erklären, worum es bei dem Fall geht. Guten Morgen. Heike Beckhordt, die schon im Kreistag und im Stadtrat Bad Pyrmont gewählt worden ist, verzichtet jetzt plötzlich eine Woche nach der Wahl auf ihr Kreistagsmandat. Das ist die Kernnachricht und wir werden heute im Laufe des Tages mal schauen, was steckt denn eigentlich dahinter und wo liegen die Motive, eine Woche nach der Wahl, nachdem man sich hat wählen lassen, dann zu verzichten und dem Wähler im Grunde zu sagen, schade drum, du hast mich gewählt, aber ich nehme es nicht an. Wie ist das zu bewerten? Darf man quasi sein Mandat zurückgeben an der Stelle? Ja, natürlich. Also jeder gewählte Kandidat kann jederzeit sagen, ich habe einen triftigen Grund und nehme jetzt mein politisches Amt nicht wahr und werde mein Mandat nicht ausführen. Das ist durchaus möglich und rechtens und das darf natürlich auch jeder gewählte Politiker. Die Frage ist immer, aus welchen Gründen und was steckt dahinter? Wenn euch interessiert, was dahinter steckt und wie wir das klären, dann könnt ihr das heute im Laufe des Tages auf dwz.de lesen und natürlich morgen in der Zeitung.